Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zurück zu Grimdorn. In den epischen Landen von Grimdorn. An meiner Seite wieder der Simon. Hallo. Und wir haben beim letzten Mal hier drinnen in den Ktonic Rift ordentlich aufgeräumt. Das war dieses zufallsgenerierte oder generierte Dungeon halt. Mit ordentlich massig Bossen haben wir schön Erfahrungen gelevelt. Und ich habe jetzt, erstmal hallo Simon. Hallo, ich bin schon vorgestellt worden. Ja, dass du auch zum Reden kommst. Und ich habe jetzt reingeskillt, damit ich meine Skorpionstacheln auf den Hellhound mache. Und da der immer weiter drinnen ist im Geschehen, könnte das eine ganz coole Sache sein. Was sagst du dazu? Ja, das haben wir uns sehr, sehr wohl überlegt, ja. Und wir sind da prinzipiell ein bisschen unsere Devotion-Strategien da jetzt noch einmal durchgegangen. Simon war auch shoppen, glaube ich. Ja, genau, da habe ich auch noch was geshoppt. Und wir sind uns auch nicht ganz sicher, wir glauben, es gibt eventuell ein paar neue Devotion-Symbole, die was vielleicht mit dem Patcher da dazukommen sind. Oder uns sind sie leider nicht aufgefallen. Also mir ist dieser Tree of Life da im Norden nie aufgefallen und dieser Kraken auch nicht aufgefallen. Der was irgendwie anscheinend relativ cool für uns war, weil er diese ganzen zweihändigen Waffensachen da extrem boostet. Dafür brauche ich aber grüne Punkte. Und um grüne Punkte zu kriegen, muss ich da unten irgendwas killen und ja, ja. Das werden wir auf dem normalen Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall nicht mehr sehen. Was? Was? Wieso? Weil wir da, glaube ich, leider jetzt eben so 5 bis 6 Punkte eben kriegen, dann war's das mit den Devotions auf normal. Und da werden wir jetzt nur den Ul oder den Keeper zuerst einmal vervollständigen. Ja, und vom Shop her genau, da haben wir, glaube ich, was ist gar nicht mehr, ich glaube, den Schulterpanzer wieder jetzt gekauft, genau. Da haben wir jetzt dann bald dieses komplette Devils irgendwas Ausrüstungsset. Was kein Set ist. Ja, genau. Aber es heißt halt alles irgendwie Devils. Also Devils Shoulder Guard, Devils Chest, Devil Helmet und hin und her. Und uns ist aufgefallen, dass sie mittlerweile, glaube ich, die ganzen Gegenstände als Zauber benannt haben. Also die Schulterpanzer sind jetzt Heavy Shoulders, das andere sind Gloves, das andere sind Boots. Ja, das andere genau. Ist Helm, das war glaube ich vorher immer Armor, oder wie das geheißen hat, glaube ich, gell? Das hat glaube ich einen allgemeinen Namen gehabt. Ja genau, gerade wenn man so Items gepostet hat, wie der Simon gerade im Chat, dann stand da nur Armor. Und jetzt sieht man auch, was das ist. Man hat keine Ahnung gehabt, was das ist, ja. Okay, da geht's nicht weiter. Also man merkt, es wird immer relativ fein in dem Spiel eigentlich nachpatchen und verfeinern. Es ist eben... Vor allem vom Handling her oder vom User-Interface halt noch nicht perfekt, aber ich habe Vertrauen in dieses Unternehmen. Schau mal, da habe ich wieder Leute, die ich nicht angreifen kann. Oder? Geil, da Fisi zusammenhauen. Let's go! Physical. Na, die Devs. Devs, Weichel. Die mögen mich, ja. Mit ihren geilen orangen Sternen. Nervige Belger. Die Armen. Es tut mir leid, meine Brüder. Du solltest die Partie verlassen, wir sollten uns duellieren. Damit du deine Dudes da verteidigen kannst. PvP-Duell incoming. Hat es eigentlich in Titan Quest PvP gegeben? Hat es auch gegeben, gell? Aber den kann ich jetzt wieder nicht angreifen. Lauf doch hin, du dummer Hund. Also das sind meine Leute irgendwie auch dabei, die haust du gerade zusammen. Geil. Ist aber, ich find's nach wie vor cool, dass sie das eingebaut haben. Riftgate! Geil. Hello! So, jetzt kommt man zum Fort Haron. Stonerend Quarry, Homestead, Sorrow's Bastion. Fort Econ, da soll man anscheinend hin, oder Village of Dark Vale. Gehen wir zum Fort Econ. Icon. Hinlaufen, oder? Kron. Ja. Ja, genau. Anscheinend links runter laut diesen Beschilderungen da. Ach so. Waren das die Griffers oder Griffers Mill? Die wir vorher schon einen sneaky peeky Einblick erlangt haben. Wo wir ja irgendwas töten sollen. Clear out Griffers Mill in der Blood Grove. 0 von 18. Boah.
Aber hallo. Aber hallo, da kriege ich irgendwie gerade Schaden wieder von Gift und Äther und Beholdern, Reflective. Oha. Die geben uns scheinbar beiden aufs Maul. Okay, die hassen uns beide. Und ist er tot. Holy crap. Der Loot ist bei mir heute echt nicht besonders. Ich habe nur 20 blaues Item gerade gekriegt. A Reputation habe ich gerade erhalten. Du auch? Bah, lästige Mucken. Fliegt mir genau in die Nasen. Ja. Mal wie ich das hasse, das ist so grausig. Beim Einatmen. Ah, was habe ich gekriegt? Entschuldigung. Reputation. Ich hab nicht drauf geachtet. Da war die Mücke schuld. Ja, geil. Unser Boah. Simon. Was ist denn das für ein geiles Gebiet da? Ich komm übrigens gleich wieder. Ich bin draufgekommen, ich hab relativ wenig Heiltränke. Naja, da hab ich brav natürlich offscreen aufgestockt, um nicht den Zuschauern da wertvolle Spielzeit da wegzunehmen. Streber! Also bei qualitativ hochwertigen Videos einfach bei mir vorbeischauen. Vor allem damals habe ich mit sehr guten Videos schon gestartet, wie Technomage und Donkey Kong. Ja, also da war ja dieses Audio-Verhältnis zwischen Mikrofon und Spiel perfekt abgestimmt und man hat dem alles super verstanden. Ja, war eh lustig, dass du reingeschaut hast in mein erstes Let's Play und da dann auch gesagt hast, okay, qualitativ war das echt ein Topfen. Ja, genau, bei Valvoric vorbeischauen, bei diesem allerersten Let's Play, da muss man sich alles anzeigen lassen von den Playlists und ich glaube, das erste oder zweite Playlist ist es, dieses Hollywood-Films, glaube ich, hat es geheißen, gell? Pictures. Pictures, ein ganz witziges Spiel, muss ich sagen. Boah, wie geil ist denn das da, bitte? Komm da mal her. Ah ja. Geil. Da kann man durchgehen Bug. Durch die Wasserfall. Kann man wirklich durchgehen auch? Ja, hintenrum. Zum Schrein auf den Forgotten Gott. Oh Gott, wieso komme ich da nicht durch? Hä? Geh halt hintenrum. Boah, da Windmill. Geil. Was ist da alles geil? Endcut. Boah, wenn du das sehen könntest. Na, also uralte, war das eigentlich ein DOS-Spiel? Ja. Extrem geil auf jeden Fall. Das ist das erste LP. Müsst ihr euch anschauen. So hat Valvoric angefangen in der Let's Play-Geschichte. Bombastisch. Da glaube ich, er war so stolz. Ich glaube, innerhalb von 2 Tagen 16 Abonnenten oder sowas, da steht bedankt. Was wirklich eine abartige Leistung eigentlich ist. Aber sicherlich geboostet worden von Fremdkanälen. Oder hast dieses Sub for Sub betrieben. Abonnier mich doch, dann abonniere ich dich auch, Zwinker, Zwinker. Das war ja auch so ein Topfen. Das hat es eine Zeit lang gegeben. Ja, das war wie am Anfang, wo mein Kanal noch klein war, ich meine, er ist noch immer klein. Aber wo ich halt unter 50 Abonnenten gehabt habe, da habe ich total viele von diesen Kindern gehabt, die was mich halt immer abonniert haben, damit ihre Minecraft-Kanäle halt irgendwie auch abonniere und Werbung dafür mache. Und ich habe das nie getan und das war immer so witzig, wenn nachher nach einem Monat oder sowas dann wieder so die Abonnentenzahl runtergegangen ist. Und dann habe ich, weil es damals nur übersichtlich war, wer mich halt abonniert hat und wer nicht, da waren es halt immer die Leute, die was dann sauer waren, weil ich sie nicht geresubbt habe. Treasure Trove. Krieg ich wieder Erfahrung. Dynamit benutzen. Ich hab dabei den Sarkophag aufgemacht. Episch viele Gelbe Items. Okay, benutze das Dynamit echt nie mehr für diese Scheißdrohnen. Ja, boah, dieses Sub vs. Sub war ganz lustig. Was ich jetzt nur noch für so Kommentare kriege, ist halt von Engländern, wenn die sagen, yo, good video, I like your content. Ist klar. Ist klar. I want to have a child with you. Die halt da sagen, du könntest ja watch out my cool YouTube Videos oder so, alles klar. Na sicher. Hast du die auch? Na, eben wenig. Gibt glaube ich irgendwelche Polen und keine Ahnung, Russen oder sowas, die haben irgendwie die King's Bounty Let's Plays bei mir geschaut. Die haben da manchmal was drunter geschrieben, aber das war's dann auch. Die versteht man halt dann eh nicht. Das schaut da irgendwie so aus, als könnte Würdest man da reingehen. Ja. Wir haben ja da vorhin so ein
Buch jetzt gerade gefunden, oder? Was man einlesen kann, oder was war denn das? Ja, genau, du hast es jetzt gerade gelesen. Lore-Bonus. Und, steht da irgendwas Geiles, wie man die Tür da öffnet? Na. Okay. Shrine of the Forgotten God. Er wird forgotten bleiben, weil man nicht reinkommt. Schaut aber geil aus. Ein hübsches Gebiet. Vermutlich gibt's da irgendwas, ja. Sicherlich irgendwas Geheimes. Wir verstehen's nicht. Wir verstehen's halt nur leider nicht. Aber echt hübsch da mit diesen... Mit dem Wasserfall, mit dem Wasserfall da zum Hochgehen, gell? Ist geil. Wow. Wow. Mind ist gleich blown. Einfach nur wow. Ja, das war mein erstes Let's Play, die Anfänge. Und am Anfang, wie ich gesagt habe, da war ich halt mega nervös und hast eh gemerkt. Ja, man kriegt die Schnitte gar nicht so mit, weil du gesagt hast, du hast oft noch geschnitten und neu aufgenommen oder sowas. Ja. Die hast du ja relativ professionell gesetzt, dass man das da jetzt gar nicht so mitkriegt. Ja, ich glaube, ich habe da dann immer geschaut, dass ich in den nächsten Bildschirm komme und konnte dann dort halt schneiden, damit es nicht auffällt. Und was auch geil war, den ersten Film, den was du nachher produzierst, wo nachher dieses Feedback hier reinkommt oder die Rezension. Mhm. Und irgendwie ist die Rezension meiner Meinung nach scheiße. Aber anscheinend im Spiel ist sie total gut, weil du nachher Millionen oder Milliarden sogar eingenommen gehabt hast. Ja, das war echt ein bisschen halt sehr zufällig. Boah, Wasserrad. Boah, Alter, jetzt geht's aber ab. Also so haben sie jetzt alles ausgepackt an Grafiken, was es da gibt. Waren 10.000 Sterne auf der Minimap. Ja, wie lustig das ausschaut, wie die alle in unsere Richtung starten, die Sterne. Boah, Flame Brand, blaues Item, haben wir schon 10.000 Mal, aber ja. Echt, das ist das rot leuchtende Schwert? Ah ja, also echt schon. Gratuliere. Ich glaube, nur die Pistole haben wir öfter gefunden. Ganzlinger oder wie der Slime Bolt, oder? Slime Bolt, genau. So, na, wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, schon. Mir blendet jetzt da oben und endlich den Text ein, da 15 von 16 von 18, 17 Scorpion, von... Scorpion, Sting auf Level 4, geil. Geil. Ah ja, ja, 18 wir haben von 18, stimmt. Ja, wir haben jetzt irgendwie dieses geile Gryphos Milder einfach gecleared. Ich glaube, da können wir schon wieder einen Quest abgeben. Aber wie ich das Spiel kenne, kriegen wir sicher noch 20 von 18 noch. Ja. Ja, die Texte blendet es auf jeden Fall nicht mehr rein, war geil. Kann man da die Treppe raufgehen? Irgendwie nicht. No. Und jetzt. Oh. Boah, wenn du da oben wärst. Boah, ist das geil. Also bin so ich jetzt hier raufgekommen. Die zerstörten Hütten erinnern mich an Dungeon Siege schon den ersten Teil, immer an das Startgebiet, wo man da auch in den Wald startet. Und in einer zerstörten Hütte, glaube ich, wo ein alter Opa irgendwie angegriffen worden ist und der also dann halt sagt, bitte hilf uns und rette mich und so weiter. Das war auch in so einem Gebiet. Man lässt ihn einfach sterben und schaut ja nur zu. Schaut aber, was droppt. Na, sie haben anscheinend aber vor allem in die späteren Gebiete jetzt halt, finde ich, da haben sie öfters ihre Physik-Engine dann eben genutzt. Also da fallen öfters einmal so Mauern zusammen oder Zaun bricht nieder und so weiter. Das kommt mir vor, kriegt man am Anfang vom Spiel nicht so oft mit. Meinst du, sind sie auf eine andere Engine gewechselt, oder? Na, aber sie haben halt irgendwie mehr zerstörbare Objekte halt irgendwie im Spiel einfach integriert. Oha, Despised-Status with irgendwas habe ich gerade gekriegt. Irgendwer hasst mich mega. Valvorik? Ja. Weil du sein Let's Play schlecht gemacht hast. Was? Nee, ich hab das Let's Play. Na, war jetzt so Spaß. Ich hab sogar brav kommentiert. Ich hab jetzt sogar geliked. Und du hast damals irgendwie viele Kommentare gekriegt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen LPs von dir ist, aber zumindest bei dem. Ja, waren eigentlich viele Kommentare drunter. Ach, die gute alte Zeit. Ja, in letzter Zeit kriege ich relativ wenig Kommentare. Ja, ich kriege auch fast gar nicht mehr Kommentare. Aber mir kommt doch vor, dass irgendwie YouTube ziemlich am absteigenden Ast ist, dass sich mehr auf Twitch abspielt.
beim Streamen, gell, ja, kommt das mal vor. Motiviert irgendwie auch ordentlich das Streamen, weil dann, weiß nicht, man streamt ein bisschen, ein paar Stunden und hat irgendwie dann gleich ein paar neue Follower, so 5 neue Follower. Und das geht eigentlich relativ schnell in ein paar Stunden. Und wenn ich mir jetzt denke, YouTube, da racke ich mich ab, um die Videos zu schneiden, rennen hochzuladen. Ja, und eben der ganze Zusatzaufwand, das ist echt. Und da kriege ich alle 2 Monate mal 5 Abonnenten oder so. Ja, red nur weiter, ja. Ja, Nein, ich gebe dir da also recht. Das ist einfach viel schneller eigentlich so vom Erfolg, sage ich jetzt mal. Ich meine, hab jetzt 70 Subscriber oder so, also fernweg von großen Kanälen, aber ja. Ich finde es halt immer feiner beim Stream, man kann halt sofort mit dem Chat da interagieren, also wenn halt jemand was schreibt oder Frage hat, da ist man, glaube ich, auch eher motiviert, da den Streamer irgendwie gleich zu fragen und da kann was beantworten. Ja. Also wie beim Let's Play, wo man halt gezwungenermaßen im Vorhinein ja aufnehmen muss und dann schreibt halt jemand irgendeinen Kommentar oder irgendeine Frage. Und eventuell kann man das aber da im Video schon gar nicht mehr beantworten, weil man schon, was ich, zu weit ist oder das Spiel schon durchgespielt hat und so weiter. Ich finde, da hat man halt im Stream irgendwie mehr Möglichkeiten. Aber man braucht halt halbwegs vernünftiges Internet, um überhaupt streamen zu können. Hast du schon gekündigt, den Vertrag? Nein, eben, oder ich warte jetzt da noch, weil... Auf deinen Computer? Erstens einmal das sowieso auch noch. Aber es ist ja so, dass ich bis Juli, glaube ich, eben vertragsgebunden bin. Und ich werde dann eben, wenn ich vom Urlaub retour komme, oder im Mai, muss ich dann eben schauen, werde ich dann eben anrufen und halt dann sagen, dass ich mit Juli irgendwas halt dann eben kündige. Da musst du wahrscheinlich einen Fax schicken oder so. Ja, eben, das wird dann wieder lästig sein, mit irgendwo unterschreiben und einen Brief schicken und keine Ahnung, was alles tun. Das ist immer so nervig heutzutage. Das Vertrag unterschreiben ziemlich schnell geht, aber kündigen dann, na. Ja, das ist immer mega aufwendig oft einmal, ja. Village of Dark Vale, Griven Mill, da überschneiden sich die neuen Gebiete, ein Wahnsinn. Da geht's einfach jetzt mega ab, ja. Ja, sollen wir mal kurz zurück, oder soll ihr mal kurz zurück und da den Quest einmal zumindest einlösen? Ja, können wir machen. Müssen wir überhaupt zurück? Ja, genau, Sergeant Serif in Homestead. Kannst du mal schauen, ob du vielleicht auch diese Ktholon Seals of Binding hast? Ich schau aber allerdings, wie die ausschauen. Ja, ich hab da nämlich 2 von 3. Ich hab eins gehabt und das habe ich als geopfert für so einen Schrein. Mehr habe ich da noch nicht da. Nicht für den guten alten Valvorik. Aber wie lange ladet denn das jetzt? Hallo Spiel! Ich will doch nur nach Homestead, da war ich halt schon 1000 Mal, okay. Ich glaube, der Brunnenliebhaber hat einen neuen Hut und das ladet einfach so lang. Ja, die High Quality 4K-Textur für den Hut Engine. Sergeant Serif, okay, irgendein Glück mit den Lumber Mills. Also mit den Sägewerkchen, ja, geil, eingelöst, 100 Black Legion Reputation und. Geil. Das sehen jetzt. 3 oh. Schatztruhen. 3 Schatztruhen? Man sent over there immediately, so it's this, okay. Er schickt da als Soldaten hin, er wird das Gebiet sichern, mega geil. Ja, keine Ahnung, da war jetzt ein Symbol, also Schatztruhe mit einem Dreier rechts unten. Aber irgendwie merke ich nicht, dass er da irgendwas gekriegt hat, außer vielleicht random Items. Er will einen Dreier mit dir. Boah, ein mega Helm. Boah. Wo kriegst du die coolen Items her? Hat irgendwo gedroppt, wobei ist eigentlich irgendwie ein Scheiß für mich. Aber hat megamäßigen Armor. Und schaut megamäßig beschissen aus. Geil. F-U, wieso kriegst du coole Items und ich nicht? Hast du aber die Erfahrung kriegt jetzt für den Quest? Ja. Die hab ich ja das gekriegt. So, warte, ich verkauf da noch kurz im Schnellformat. Na gut, vielleicht liegen die Items dann einfach da, wenn ich dann vorbeikomme. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das von Quest war. Ich glaube, das habe ich so auf dem Weg jetzt einfach gefunden. Irgendwo war nämlich was Grünes dabei. Weiß jetzt aber echt nicht, was das da jetzt für Belohnung war. Verstehe jetzt irgendwie nicht. Boah, was war das für ein Sound? Was ist denn Belohnungs- da passiert? Sound. Das hat jetzt so klungen wie bei Devil's Crossing, wenn irgendwas in der Stadt repariert worden ist oder sich irgendwas geändert hat. Okay. Hä, hat sich jetzt irgendwas geändert?
Okay, na, ist ein Bug. Jedes Mal, wenn ich da durchrenne, kommt der Sound. Aha. Geil. Aha. Geil, geil. Ja, aber egal. Zurück zum Kannst Spiel. Kannst du eben ein Portal nehmen? Okay. Zur Hilde. Zur treuen Hilde. Na, zwecks die Kommentare, mir kommt allgemein vor, dass auf YouTube auch nicht mehr so viel kommentiert wird, irgendwie auch so bei größeren LP, wenn ich drunter schaue. Meistens sind es die beschissenen Dreckskommentare wie erster, zweiter, dritter und was weiß ich. Geiles Video und halt irgendwie ohne irgendeinen wichtigen Inhalt im Kommentar drin. Dadurch wird halt der Kommentarbereich ziemlich geflutet. Dass da irgendwie was Vernünftiges ist, dass man sich einmal noch sauber über Spiel unterhalten kann oder irgendwas diskutieren kann, das ist irgendwie fast gar nicht mehr, kommt mir vor. Was ich lustig gefunden habe, ist, dass GameStar mal so ein Video rausgebracht hat und gesagt hat, dass ihre Community so ein bisschen scheiße ist auf die Art. Echt, also, oder was? Nein, die haben jetzt einen Community-Manager eingestellt, weil halt scheinbar ziemlich viel geflamed worden ist, was mir aber nie so stark aufgefallen ist, eigentlich in deren Bereichen. Ja. Ja, einen eigenen Community-Manager eingestellt und dann eben gesagt, die werden halt dann drauf schauen, dass sie halt Leute dann auch bannen, die halt einfach nur flamen. Ja. Das hat mich überrascht, ja, hätte ich mir nicht gedacht. Finde ich eher gut. Also, ich finde es ja teilweise, ich finde alles teilweise zu viel geflamed wird oder zu viel Scheiße geredet wird in den Kommentaren, da wo die auch gewisse Leute dann bannen irgendwann oder halt entfernen. Am frechsten finde ich einfach die was irgendwie das Video so grundlos beschimpfen und so weiter, obwohl man teilweise ja merkt, dass irgendwo Arbeit oder so dahinter steckt, das finde ich halt einfach frech irgendwo. Ich habe jetzt da hinten, glaube ich, so ein Sigil of Binding oder sowas gefunden, was du brauchst. Also ich kann da eins droppen. Ja. Droppt man anscheinend die Gegner da ab und an. Ja. Hast du es gedroppt? Na, achso, was? Ich könnte eins droppen. Ist doch, oder? Ja. Geil. Ist es das, danke, was du willst? Das ist genau das, was ich brauche. Boah, Major Bridgewater's Journal. Gott, ich will's haben. Wie komme ich da noch hin? Das Gebiet finde ich irgendwie ganz cool da, diese Gebäude, die was irgendwie so in den. Ich hasse es. Berg da reingebaut worden sein irgendwie. Ist irgendwie ganz cool gemacht. Aber da dämlich rundherum laufen muss. Da ist es geil. Jetzt da geballtes Lore. Bäm. Ich hasse sowas, wenn man da herumlaufen muss und alles unübersichtlich ist und man nicht weiß, wo es hingeht. Es geht immer nach Norden oder einfach weiter. Jetzt sieht man schon so leicht Schnee, also kommt da jetzt etwa ein Schneegebiet auf uns zu? Man weiß es nicht. Man kann aber nur hoffen. Schauen wir mal, ob der gute John auch dabei ist. Der John Schnee, wie er im Deutschen genannt wird. Weil da einfach die Eigennamen auch noch übersetzt werden ins Deutsche. Ja, das finde ich bei dem einen so lustig. Dieser Wildlingsboss, der da gestorben ist, letzte. Ui, da liegt ein Dynamit. Geil. Und ich hab wieder so ein Sigil-Ding für dich gefunden. Geil. Dieser eine Wildlings-Captain, der da gestorben ist, wie hat der geheißen? Der Anführer da, oder was? Ja. Der hat nämlich in Deutsch so super behindert geklungen. Echt, ja? Ja. Dann haben sie halt auch 1:1 übersetzt. Ich finde halt eben so, Eigennamen finde ich, sollte man prinzipiell nie übersetzen, weil es einfach scheiße ist. Und eben zum Beispiel Castle the Rock haben sie, glaube ich, übersetzt als Schloss die Felsige oder. Schloss der Fels, halt irgendwie total beschissen alles zusammen. Wo bist denn du? Da bin ich hier. Kuckuck. Hä, da ist jetzt irgendwie ein Boss, der hat's zurückbeamt. Ah, da schau, der Ignatius Burning. Wenn wir den herkaut haben, nachher gib wieder das Binding-Ding da wieder. Ach so, okay, danke. Brauche ich. Ich bin jetzt fertig, ich habe 3 von 3. Ah, okay, dann halt das auf. Das heißt, falls wir das irgendwann wieder mal für einen Schrein brauchen.
kann euch gleich wieder exklusiven Content anzeigen. wenn ich mich zurück teleportiere, ich glaube, ich mache das mal ganz kurz. Meine Schulterpanzer, was für die? Warte. Moment. Poison Damage, hui. Level 44, hui. Echt, das Level 44, okay. Poison Damage, 14%. Nee, danke. Nicht da, okay. Danke. Boah, da die ganzen, wie sag mal, Komponenten, die was da rumliegen, die was du mir da einfach vorenthaltest. Graffel. Wie der Simon immer zu sagen pflegt. Dann geh ich da einfach dabei ein bisschen weiter Richtung Norden. Schnauze. Oder nicht. Nerv ihn immer. Doch. Bei mir gibt's jetzt wieder exklusiven Content. Ja, wir sind alle schon gespannt. Ja, Varuk, was gibt's zu sagen? Ja, ich hab das gefunden für dich. 11.000 Erfahrungspunkte. Hui. So, was haben wir als nächstes? Er sagt, right, das Ritual von irgendwelchen Auferstehungen erfordert powervolle, was auch powervolle immer, powervolle Energie. Ja, und ich verstehe ganz genau, was er sagen will, ja. Und ich werde mir die Essenz krallen, die er haben möchte. Das muss ich in meine Ethereal Essenz bringen. Hast du da was? Ich habe, glaube ich, alles, ja. Ethereal Essence. Collect Ethereal Essence. Aha. Aha. Mann, wie kommen wir denn in das scheiß Haus da rein? Ah, da, okay. Ist echt ein brutal unübersichtliches Gebiet. Hä? Ah, jetzt so gehen können. Da noch einmal Megalore vom Bathhaus. Da erfahrt man, wie sich die Leute dann im Spiel waschen. Mein Scorpions das, Ding hat sich auch verbessert. Das haben wir nämlich schon seit Anfang des Spiels gefragt. Wie machen die das? Oh, da ist ein Questgegner. Da warte jetzt auf die. Geh weg. Und der Devotion-Schrein. Oh Gott, da ist alles geil. Ah, Wahnsinn, das ist ein Den schöner Abschluss. Komm schnell. Warte. Schnell. Warte, hatte du denn da? Wo ist er denn? Weg ist er. Oh Gott. Mega Damage. Ja, in mein Portal halt gehen. Kommst du noch? Hallo? Ja, ich bin gerade durch Mainz gegangen. Also. Hallo? Fuck you. Was macht der Schaden? Ich, ne? Ja, ich mach viel Schaden. Ich hab viele Knödel gegessen. Nein, scheiße, ich hab mich teleportiert. Hilde tot? Nein. Da ist er. Weil Saria de Carva. Gib ihm! Wo bist denn du schon wieder? Ja, weil wir genau neben dem Portal kämpfen und ich mich verklickt hab. So, jetzt da. Töte ihn doch endlich. Für was schau ich denn da noch Giftgegenständen für die? Oh Gott! Der übertreibt, jetzt übertreibt aber ein bisschen. Ich schau, dass ich ein bisschen die Schatz da zusammen. Zaria. Der gute alte Zar. Da, vergift ihn. Mach deine 10.000 Giftschaden über 3 Minuten. Da müssen wir einfach noch warten. Na, der hat irgendwas gekillt von mir. Verflucht seist du, Zaria. Die Frage ist, was die komischen Kristalle da machen, was er da beschwört. Die blitzen die ihn irgendwie Schatz. An. Boosten ihn den mit irgendwas? Na, ich zerstöre die, wenn ich die sehe. Ja, ist glaube ich ganz gut. Bevor der gleich wieder hochgeheilt wird. Na, Zaria, so jetzt büscht. Jetzt geht er irgendwie, wenn wir zu Simon zweit sagt. Sein, nach ein paar. Ja, geil, schau, haben wir. Aber der gute Simon sagt, jetzt büßt. Der gebüßt, ja. Na, ich kann schon nichts aufheben, fuck you. Geil. So. Nochmal Lore zum Abschluss. Zarias Journal, Page 2. Und da oben noch der geile Schrein. Boah, da müssen wir fighten. Okay, bist du noch bereit? Wir haben noch einmal einen Kampf. Oh, vor uns. Ab geht's.
Dann hätte man einen Höhleneingang mit einem Stern. Unfassbar. Also erst noch den Devotion-Schreien. Go, go, go! Warte, warte, warte. Da sind noch Items. Was gefällt mir denn von da? Immer dieses Warten. So. Okay, wir aktivieren einfach und rennen Richtung Waldworik, dann muss er mit Krämpfen. Void Leech. Okay. Für den Arsch. Ja, und dafür hast du jetzt meine Hilfe gebraucht. Ja. Mein Gott, die Gegner sind jetzt echt nicht besonders wild. Simon. Ectoplasma und Devotion Point. Sehr mega geil. Geiler Abschluss, da haben wir jetzt alles dabei gehabt in den Parts. Na, geil. Noch nicht das Devotion-System, denn da sind wir jetzt drinnen, wie ich den Scorpion fertig skille. Und jetzt kommt der Moment, ich scrolle extra raus. Echt? Und jetzt nämlich neue Sternzeichen freischalten. Na? Boah, episch. Jetzt kann ich in Magi reinskillen. Na geil. Magi. Und was haben wir da unten? Eine Laterne. Okulär-Laterne. Geil. Mega geil. Und die Laterne, was macht die? Burn Damage. Da ich ein großer Fan von Burn Damage bin, ist das super. Mega awesome, ja. Und die Laterne, da braucht man Zepter. Ja, das habe ich natürlich auch. Also ist das auch ideal für mich. Also einfach scheiße auf gut Deutsch. Ey, ich habe jetzt Cleansing Waters einfach dabei, also mega. Du jetzt Gegner da slowen und ich glaube die Buffs entfernen und uns Buffs geben und geil. Nehmen und geben, also. Blödsinn, ich wollte natürlich sagen, unsere Debuffs entfernen und die gegnerischen Buffs entfernen. So macht es natürlich mehr Sinn. Geil auf jeden Fall, einfach geil. Und mit dieser geilen Info, ja, Entschuldigung. Ich habe jetzt die Ratte fertig, den Skorpion, dann diese Eye of the Guardian, den Stock, den Crook, Captain Crook. Das ist jetzt quasi 1, 2, 3, 4, 5 habe ich schon fertig. Und den Raven, glaube ich, auch. Sehr geil. Sehr geil. Mega geil. Ja, und mit diesem geilen Ende und diesem wunderschönen Schneefall, den wir jetzt da noch sehen dürfen, ach so, warte. Können wir uns von diesem Part verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Geil. Geil, dieser Schneefall. Und die Entrance. Diese nicht ganz sauber programmiert haben, wenn man sich da mit der Kamera nach hinten bewegt. Schaut irgendwie komisch aus, gell? So abgeschnitten. So, ich muss jetzt aber jetzt erst einmal wieder verkaufen. Geil. Na, verkaufen ist eine gute Idee. Ist eine geile Idee.